So, einmal durch den Busch gehüpft. Ich geh mal. Da waren Schamanen dabei, das lasse ich lieber. Oder ein Schamane wenigstens. Da kämpfe ich jetzt nicht gegen, das will ich mir jetzt gerade nicht antun. Sag mal, ist der nicht da hochgehüpft, der Rathgar? Mir war danach. Das ist das, was ich an Nordmar übrigens überhaupt nicht leiden kann. Du machst einmal einen falschen Hüpfer und landest in irgendeiner Schlucht und darfst dann erstmal 5 Kilometer Umweg rennen, um wieder dorthin zu kommen, wo du vorher warst. So, hüpf doch mal hoch, bitte. Was natürlich ganz witzig ist, du kannst, auch wenn, wir schauen uns das mal kurz an. Ach, man sieht es gar nicht. Aber hier, doch, man sieht es so ein bisschen. Hier sind überall Berge, das ist total verschachtelt, die Wege. Obwohl die eigentlich relativ nah beieinander sind, die Clans, kommt man einfach nicht direkt hin. Man muss immer verschachtelt gehen. Das Witzige ist aber, man kommt an die meisten Orte relativ gut ran, indem man über die Hügel drüber hüpft. Das geht. Und zwar auf dieselbe Art und Weise, mit der ich gerade hier diesen einen Hügel hochgehüpft bin. Auf der Schräge, wenn er runtergegleitet, springt man einfach wieder und versucht einfach schon abgesprungen zu sein, bevor man zu dem Punkt heruntergeglitten ist, an dem man einfach wieder zum selben Punkt... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls kann man mit dieser Hüpferei einen Berg erklimmen. So, und hier ist auch die Hütte, die ich eigentlich suchen wollte. Wunderbar. Da können wir auch gleich zu Peter, hieß er, glaube ich, gehen, ne? Das ist nämlich einer der drei großen Schmiede in Nordmar. Ich habe Einars Helm. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Ja. Wenn du es geschafft hast, den Helm zu besorgen, hast du auch das Recht, ihn zu tragen. Ja, ich trage ihn ja schon. Trage ihn mit Stolz. Ja, na klar doch. Er ist aber hässlich. Warum bist du gekommen? Ach, Peter. Ich nehme keine Lehrlinge mehr. Ich habe meinen Clan verlassen. Warum nur? Warum lebst du hier? An meinen Händen klebt Blut. Oh Gott. Ich war besessen davon, eine Waffe zu schmieden, wie es sie noch nie gegeben hat. Nur deshalb mussten meine beiden Schüler sterben. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Teufel noch eins. Wie konntest du nur? Oh mein Gott. Du hast sie in den Tod getrieben. Du Mörder! Was für eine Waffe wolltest du schmieden? Ein Schwert, wie man es nur einmal in seinem Leben schmiedet. Ein Schwert, das von Generation zu Generation dem größten Krieger des Clans weitervererbt wird. Eine Waffe aus reinem Erz. Oh yeah, bin dabei, gib's mir, gib's mir. Kannst du mir zeigen, wie ich so ein Schwert schmieden kann? Nein, es sollen nicht noch mehr Männer sterben. Ach Typ. Wenn du lernen willst, geh zum Hammerclan. Ingvar, der Erzschmelze des Clans, kann dir zeigen, wie man Waffen aus reinem Erz baut. Ja. Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten, die ich brauchte, um meinen Traum zu erfüllen. Lass mich raten, Erz? Ich schickte sie hinaus, obwohl ich wusste, dass die Suche gefährlich ist. Sie bezahlten es mit ihrem Leben. Ich hätte selbst gehen sollen. Ja, dann hättest du mit deinem Leben gezahlt. Höchstwahrscheinlich, ne? Also, ist er nun nicht so, als wäre er der Erste, der versucht hätte, mit Erz irgendwas zu machen. Von daher, keine Ahnung. Attention, Whore! Kann ich mit dir handeln? Warum sollte ich mit dir handeln? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Es wärmt nicht und es macht nichts satt. Ach, Mensch. Was willst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche neue Felle. Die Nächte hier draußen sind kalt. Verstehe. Wie viele? 20 Eiswolffälle. Die sind schön warm. Und Erz. Ich brauche Erz. Jetzt reicht's aber. Nein. 10 Brocken Erz brauche ich auch noch. Das reicht dann. Also, ich überleg's mir. Also Leute, er meint noch so, ja, ich habe sie losgeschickt für die Zutaten für eine reine Erzklinge. Also wird es wohl um Erz gegangen sein. Und die sind dabei gestorben und wenn man fragt, ob man das nicht von ihm erlernen könnte, nein, es sollen nicht noch mehr sterben. Auf der Suche nach Erz für die Erzklinge wahrscheinlich. Und dann willst du nur mit ihm handeln, gar nichts Großartiges. Und er sagt, ja, bring mir Erzbrocken. Also so ein bisschen ist der Typ auch komisch, ne? Warum sollte ich mit dir handeln? Ich habe Erzrohlinge, sind ziemlich selten. Toll. Das ist jetzt natürlich der übelste Antrieb für mich.
Aber wir können mal schauen, ob wir nicht irgendwie hier ihn ausnehmen können, die paar Sachen, die er hat. So mal was zu fressen oder so. Schinken klauen. Fleischerbeil klauen. Eine schwere Truhe mitnehmen. Ich brauche einen Dietrich. Ne, nimm sie im Ganzen mit, ist schon okay. Nee, okay. Gut, dann hätten wir das. Und ich nehme an, mit Einars Grab, das kommt dann erst später einfach. Denn hier können wir ja jetzt noch nichts machen. Ich denke, die Ahnensteine müssen wir dann einfach später einsetzen. So, dann würde ich mal kurz schauen. Wolfsclan linker Hand. Okay. Okay, dokely. Nehmen wir noch kurz die Wollbisons mit. Ich muss jetzt bloß dran denken, dass ich alleine kämpfe mittlerweile und nicht mehr Rathgar an der Seite habe. Das sollte man bedenken, wenn man hier sich in solche Gegnerhorden stürzt. Aber bei Vieren, das geht noch. Vier kriege ich alleine hin. Wir sehen ja, ich habe ja schon zwei hinüber und da ist es schon der dritte und dafür fehlt bloß noch einer. Und schon haben wir's. Habe ich ja sogar fast ohne Treffer geschafft. Wahnsinnssache. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch... Ne, da ist es. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch bis zum Wolfsclan. Unterwegs sacke ich natürlich noch ein paar Wolfsfälle ein. Wenigstens die können wir ja schon mal für den Peter hier ranholen. So, hey! Das ist unhöflich! Mir einfach so in den Rücken zu fallen. Ja, aber. Geht's noch? So. Ich muss mit Wölfen echt aufpassen. Wölfe sind verdammt gefährlich, weil die einfach so scheiße schnell sind. Vor allen Dingen, wenn man gegen mehrere von den Biestern kämpft, dann kann das so schnell ausarten und ein relativ einfach wirkender Kampf wird dann auf einmal zur Todesfalle. Darum sollte ich vielleicht einfach vorher speichern, bevor ich gegen Wölfe kämpfe. Aber, naja, Unvernunft, ne? So, ich sehe nichts. Ja, hüpfen wir einfach mal. Autsch. Wir haben noch Akrobatik. Das hilft uns. So, Norden dürfte schon mal gar nicht so schlecht sein von der Richtung her. Oder traue ich mich mal gegen die Goblins? Ich kann ja mal von oben eruieren, welcher hier der Schamane ist. So, gucken wir mal. Einmal laden bitte. Schwarze Goblin-Schamane. Da haben wir ihn doch. Hihihihihi. Oh. Das ist ja gemein. So, da muss ich ja auch noch aufpassen hier. So, und noch ein Schuss. Ein Schuss. Bist du... Nein, wo ist denn der Goblin-Schamane jetzt? Schamani. Wo bist du? Egal, wir hüpfen und schnappen uns gleich den hier im Flug. Ey, wir sind ihm auf die Rübe gesprungen. Das muss ihn eigentlich auf der Stelle getötet haben. So. Ja. Und tot. So muss das sein. Ich finde es natürlich mies, dass es trotzdem nur 55 Erfahrungspunkte für die gibt. Obwohl es halt Magier sind, ne? Und Magier sind immer gefährlich, weil die nun mal einfach mit Magie schießen. Große Überraschung. So, Moment. So, ich war kurz einhändig, deswegen musste ich jetzt mal innehalten. Ich sage sehr oft so heute, habe ich das Gefühl. So. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir lang müssen. Wir laufen gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir gehen hier diese kleine Rampe hoch. Und dann könnten wir auch schon bald beim Wolfsclan sein, denn da unten ist auch schon ein Hochsitz, sehe ich gerade. Dann sind wir gar nicht mal so schlecht von der Position her, denke ich. Okay, hier drüben vielleicht irgendwo zur rechten Hand? Nee. Erstaunlicherweise stört mich der Schnee bislang noch gar nicht, aber es kommt bestimmt noch. Oh, ich sehe schon. Seht ihr es auch? Ein Schatten am Firmament. Es muss der Wolfsclan sein. Und oh. Bitte speichern. Das tue ich mir nicht an, ohne vorher gespeichert zu haben. Das kann gut gehen, aber muss nicht, wie wir vorhin schon gesehen haben, gegen zwei Wölfe. Und das sind vier.
So, darfst auch kämpfen, ne? Ja. Du darfst auch kämpfen, ne? Ja. So. Da waren es schon mal nur noch zwei und die werden mich jetzt töten. Nee, vielleicht auch nicht. Ogre. Ja, das musste jetzt mal sein. Da waren Ogre. Ich wäre so oder so gestorben, wenn ich weitergerannt wäre. Dann wären die auch noch auf mich losgegangen. Und die machen richtig Bams, wie wir wissen, aus unseren Erfahrungen in Marant. Ja, dann halt nochmal. Tja, wie ich sagte, kann gut gehen, muss nicht. In dem Fall ging es nicht gut. Schön, dass wir gespeichert haben. So, gute Möglichkeit, mal kurz was für mich zu trinken. Ach, womit mein schwarzer Tee dann auch alle wäre. Was für mich ein untrügliches Zeichen ist, dass ich definitiv gleich Schluss machen sollte. Aber erst gibt's noch Wolfsbraten. Und in die Fresse. Peng, voll in die Fresse. Peng, voll in die Fresse. So, der erste ist schon weg. Das ist gut, das ist gut. Und mein Leben ist auch schon weg. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh je, oh je. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Könnte noch klappen. Ach, gut. Stand ja nicht mehr so gut ums Leben. Das hätte nicht unbedingt klappen müssen. Aber wir sind ja grandios, wir sind unfehlbar. Ich. Und deswegen hat das natürlich funktioniert. Wir können nicht sterben, niemand kann uns töten. Und ich habe die Richtung, die Orientierung verloren. Da drüben ist die Brücke, da drüben. Das sollte der Zugang zum Wolfsclan sein. Denke ich mal so. Und da oben ist ein Türmchen, genau, wo ich gerade einen Turm sehe. In Nordmar gibt es ja nicht bloß die Clans und das Innos-Kloster. Hier gibt es ja auch den Turm von Xalas. Und zu dem müssen wir schon von Anfang an, das war eine unserer ersten Quests gewesen, die wir gekriegt haben. Nicht wahr? Kämpfer. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ach, ihr seid wieder so unglaublich gesprächig. Hallo. Hi. Ich hoffe, du hast keine Orks im Schlepptau. Nö, nö. Wir haben schon genug Ärger. Noch mehr Orks können wir wirklich nicht gebrauchen. Und selbst wenn ich welche hätte, würdest du das nicht eventuell schon sehen? So ein bisschen zumindest, ha? Huh? Ihr habt Ärger mit den Orks? Ja, sie haben unsere Mine besetzt. Und unseren Schmelzofen. Wir haben viele Männer verloren. Beinahe hätte es sogar Ingvar erwischt. Scheiß Orks. Okay, ich bin nicht zum Wolfsclan, sondern zum Hammerclan gerannt. Hauptsache Clan, ist doch egal. Wir können dann später noch zum Wolfsclan gehen. Wer ist Ingvar? Du verarscht mich. Ingvar ist der beste Schmied der Welt. Wenn jemand hier vorbeikommt, will er entweder Erz kaufen oder er will zu Ingvar. Und glaub mir, die meisten wollen zu Ingvar. Er ist oben im Dorf. Welche Mine? Unsere Mine. Wir sind der Hammerclan. Seit Generationen bauen wir hier Erz ab und schmelzen es im großen Erzofen zu Erzrohlingen. Echten Erzrohlingen. Aber jetzt haben die Orks die Mine und den Ofen. Ja, das ist natürlich Pech. Was ist das für ein Ofen? Der Ofen ist so alt wie die Welt. Niemand weiß, wer ihn gebaut hat. Er war schon hier, bevor es die Clans gab. Er besteht aus reinem Erz und wurde in den Berg hineingebaut. Glühende Lava fließt durch ihn hindurch. Nur dort kann man reine Erzrohlinge herstellen. Wenn wir ihn nicht bald wiederbekommen, werden wir keine Erzwaffen mehr schmieden können. Reine Erzrohlinge? Sind andere Erzrohlinge nicht rein? Normale Erzrohlinge sind immer noch durchsetzt mit Eisen und anderen Substanzen. Bei reinem Erz sind diese Sachen alle verdampft. Waffen aus reinem Erz sind selten und kostbar. Selbst wir vom Hammerclan haben sehr wenige von ihnen. Nur die größten Krieger führen so eine Waffe. Was unternehmt ihr gegen die Orks? Reto kümmert sich darum. Er ist unser bester Kämpfer. Was genau er plant, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er noch Hilfe. Ich glaube, er plant einfach nur sinnlos vorm Höhleneingang rumzustehen, wie das alle NPCs hier so zu tun pflegen. So, und damit haben wir jetzt endlich den Hammerclan erreicht. Hüpf hoch, bitte.
Also nicht den Clan, den ich eigentlich dachte, aber ein Clan. Und da wir nun endlich wieder Menschen vor Augen haben, würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder und dann werden wir uns hier den Hammer-Clan anschauen, werden hier ein paar Aufträge erledigen, werden mit Lee sprechen, der sich auch hier, nee, der hält sich gar nicht hier auf, der ist im Feuer-Clan. Werden nicht mit Lee sprechen, denn das werden wir garantiert nicht schaffen, auch noch bis zum Feuer-Clan zu kommen in der nächsten Aufnahmesession. Aber den Wolfs-Clan werden wir uns auch noch mit vornehmen und dann werden wir mal, dann werden wir mal schauen, was wir noch alles schaffen können in der nächsten Aufnahmesession. Auf jeden Fall ist jetzt großes Questemachen angesagt hier in Nordmar. Und ich finde gerade ganz cool, wie die Adern hinten durchzogen werden. Wieso zeige ich eigentlich mit meiner Hand auf dem Bildschirm? Ihr seht es doch sowieso nicht. Ich finde es cool, wie die Adern durchzogen werden hinten an dem Bergmassiv von magischem Erz. Das sieht schon geil aus. Ja, und dann werden wir auch mal schauen, ob wir vielleicht die Mine freiräumen hier. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, denn das wird eine ganz schöne Arbeit sein. Also bis zur nächsten Aufnahme wird für euch dann die nächste Folge einfach sein. Gehabt euch wohl, wir sehen uns und tschüss.